Hi meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe heute wieder ein Outfit-Video für euch und es geht dabei um diese Jeansweste, die ich trage. Ich habe wieder drei Looks für euch vorbereitet und werde euch dann zeigen, wie ich die so kombiniere. Das ist auf jeden Fall mein erster Look und ich würde den betiteln als Country-Style, weil ich finde, Country-Style bringt man ja schon so mit Karos und Jeans in Verbindung. Das passt auf jeden Fall. Und was habe ich an? Ich habe ein Flanell-Karo-Kleid an und das trage ich eigentlich im Herbst immer ziemlich gerne. Ich habe den auch schon länger. Der hat ja auch nochmal zwei Taschen, darauf stehe ich ja. Wer meine Videos guckt, weiß das, weil das erwähne ich fast immer. Und ich habe einen normalen Gürtel drum gemacht, weil der schon ziemlich sackig geschnitten ist, also überhaupt nicht tailliert oder so, obwohl das ein bisschen auch von der Jeansweste aufgefangen wird. Also der Gürtel muss eigentlich nicht sein, weil es mit der Jeansweste auch ein bisschen schmaler noch wirkt, an den Stellen, wo schmaler wirken soll. So, und kombiniert habe ich das Ganze mit Keilabsatzstiefeletten. Die trage ich auch ziemlich gern, habe ich auch schon Ewigkeiten. Das ist auf jeden Fall mein erster Look. So, meine Lieben, Outfit Nummer 2, Look Nummer 2. Ich werde den nennen Street Style Casual. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, weil es doch ziemlich gemustert aussieht. Was für mich feststand, war aber, dass ich die Weste kombinieren möchte mit einem bedruckten Shirt. Und dann habe ich aber auch noch ausprobiert mit einer Leggings und Sneaker drunter. Was aber schon einfach ist, also so kombinieren das auch die meisten. Was ich aber eigentlich ganz cool finde, ist, das bedruckte Shirt mit einer ganz anderen bedruckten Hose zu kombinieren. Und deswegen habe ich das gewählt, um euch auch nochmal zu zeigen, dass das eigentlich auch ganz cool aussieht, obwohl die Drucke überhaupt nicht zueinander passen. Um die Farbe hier oben nochmal irgendwie aufzufangen, habe ich dazu kombiniert meine Boots in Braun. Und ich finde, das sieht eigentlich so ganz cool aus. So, meine Lieben, Outfit Nummer 3, Look Nummer 3 und da habe ich jetzt genommen ein Maxi-Kleid, ein Schlauchkleid, also der hat hier gar keinen Schlitz und nix, ja, und man läuft ein bisschen mit kleinen Schritten und das habe ich dann, um es auch im Gesamten nochmal aufzulockern, ist ja klar, es geht um die Weste, nochmal, was ich eigentlich sagen wollte ist, das Maxi-Kleid ist ja alleine so ein bisschen schicker, ein bisschen femininer, ziemlich eng geschnitten und macht auch jede Problemzone erkennbar. Und ich finde das mit der Weste nicht nur, dass es ziemlich cool ist, also dass den Look nochmal insgesamt auflockert, kaschiert es auch Problemzonen weg und man fühlt sich insgesamt ein bisschen wohler. Also mir geht es so. Und ja, dann habe ich jetzt nochmal ein paar rockige Elemente reingenommen, wie diese Kette mit 1000 Ketten. Und meine Schuhe, finde ich, sehen auch ein bisschen rockig aus, sind ziemlich hoch und sind Pipto-Schuhe mit einer silbernen Schnalle. Und genau, das war es auch schon. Aber eins muss ich euch nochmal fragen, weil ich bin mir da nicht sicher, ob ich das Ganze mit einem Cappy kombinieren kann oder ob das gar nicht geht. Also weil so fand ich es eigentlich auch ganz nett. Bringt nochmal ein bisschen Sportlicheres rein und wer auf Stilbruch steht, spricht es vielleicht an. So, meine Lieben, das waren drei Looks für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und abgesehen von meiner Frage, ob ihr das, was ich jetzt gerade trage, mit Cap oder ohne Cap besser findet, würde ich natürlich wie immer gerne von euch wissen, welches Outfit ihr am besten fandet. 1, 2 oder 3? Ich sag 2. Weil ich gerade auf diese bedruckten Hosen stehe und die auch mir erst neu gekauft habe. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne da lassen, wie ihr so Jeanswesten kombiniert. Und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Video vielleicht teilt. Das wäre auch super. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss!